Achtung, ätzend! Für den ewig haltbaren Fruchtcocktail muss Sebastian tief in seine Chemietrickkiste greifen. Ich nehme lieber Handschuhe. Ist mir zu gefährlich. Lege packt aus und zeigt, wie unnatürlich das Obst aus der Dose ist. So viele verschiedene Sorten vom Fruchtcocktail aus der Dose oder hier in so einem Becher gibt es noch. Ich habe echt geglaubt, das ist so ein Produkt, das ist schon in die Vergessenheit geraten, dass das immer noch gekauft wird. Ey, Wahnsinn, 5 Fruchtcocktail. Und sogar jetzt in so einem Becher, portionsgerecht. Sebastian packt aus. Haben Sie sich schon mal gefragt, wie diese Kirschen gemacht werden? Weil ich habe die noch am keinem Baum so wachsen sehen. Boah, das schmeckt komisch, ne? Das schmeckt auch alles gleich, egal was man davon probiert. Es hat alles den gleichen Geschmack. Ich könnte blind keinen Unterschied feststellen. 0. Aber selbst beim genauen Hinsehen ist es schwer, Unterschiede zwischen den einzelnen Fruchtsorten zu erkennen. Das müsste eine Birne sein, hier. Dann ist das hier bestimmt ein Apfel, Aprikose. Da steht 5 drauf. Wo ist jetzt die Nummer 5? Das ist alles gleich. Ja, aber was soll das denn alles sein? Ich lese mir das mal durch. Pfirsich, Birne, Ananas, Weintraube, Kaiserkirschen heißen die sogar. Ja, das soll ich jetzt nachbauen. Da brauche ich aber meinen ganzen Chemieschrank für. Und hier, die kleinen Freunde. Also andere Leute würden sagen, Lege wird jetzt als Drogendealer arbeiten, wenn ich die Dinger fertig habe. Und mal sehen, ob sie das danach noch kaufen würden. Um seinen eigenen Fruchtcocktail herzustellen, hat Sebastian frisches Obst besorgt. Der erste Schritt, die Schale entfernen. Ja, so Früchte aus dem Fruchtcocktail, die werden bestimmt nicht mit einem Sparschäler geschält. Nee, nee, da kommt ein ganzer Chemiebaukasten zum Einsatz. Ich nehme lieber Handschuhe, ist mir zu gefährlich. Viel zu gefährlich. Tatsächlich ist nun Vorsicht geboten. Es geht los mit Natronlauge. Die Chemikalie wirkt auf der Haut stark ätzend und kann auch die Augen schwer schädigen. Die Lauge ist schon drin, jetzt kommt noch heißes Wasser und dann Schale ade. Das Einweichen in Natronlauge ist eine gängige Methode, um bei empfindlichen Früchten die Schale zu entfernen. Mechanisches Schälen würde sie beschädigen. Die Früchte sind jetzt in ihrem kleinen Ätzbad und den Rest macht die Zeit. Nichts mit Anstrengung hier. Oh. Das Obst weicht nur kurz ein. Boah, wie schnell. Löst sich schon. Hier, kann ich mit meinem Finger abstreifen, die Schale. Aber die Lebensmittelindustrie steht da bestimmt nicht mit irgendwelchen Fingern und streift die Schale ab. Nee, nee. Hier, die Schale wird abgerüttelt. Legen wir hier rein. Jetzt ist noch Schale dran. Gleich nicht mehr. Was hier in Miniaturformat passiert, betreibt die Lebensmittelindustrie in großen, sich drehenden Gitterröhren. Hier ist noch ein bisschen Schale, aber ansonsten tipptopp geschält. Sieht doch richtig gut aus. Mach ich mal aus. Sebastian muss nun den pH-Wert der Früchte neutralisieren. Das macht er mit verdünnter Salzsäure. Wenn ich das jetzt nicht neutralisieren würde, wäre nicht ganz so gesund. Top geschält, oder? Runde 2. Auch die Birnen sind dank Sebastians Rüttelmaschine schnell geschält. Früchte fertig, fehlt nur noch die berühmte Cocktailkirsche. Hier. Aus. Zitronensäure, Natriumsulfid und Calciumchlorid entsteht Schwefeldioxid. Aufpassen, das ist wirklich ätzend. Damit kann man alles bleichen, sogar Kirschen. Natriumsulfid findet sich in Tintenkillern oder Textilbleichmitteln. Zitronensäure findet sich in Reinigungsmitteln oder Weichspülern. Und Calciumchlorid dient auch als Streusalz. Hier ist Wasser drauf. Achtung, bevor es in die Luft fliegt. Dann rühren wir das Ganze noch schön um.
Und jetzt legen wir die Kirschen da rein. Sebastian verwendet eine extra hohe Konzentration, um den Prozess zu beschleunigen. Der kann sonst mehrere Wochen dauern. Dank dem Bleichprozess bekommen die Kirschen später eine homogene Farbe. Keime und Bakterien werden abgetötet, aber auch sämtliche Vitamine gehen verloren. Die Kirsche ist quasi tot. Ist das cool? Zack! Faszinierend. Aber probieren sollte Sebastian die besser nicht. Um die Kirschen wieder essbar zu machen, müssen sie nach dem Chemiebad ausgiebig mit Wasser gespült werden. Ein kleiner Restgehalt bleibt aber trotzdem in der Kirsche. Jetzt brauchen wir noch diese schöne, unnatürliche, intensive rote Farbe. Und süße. Soll ja lange haltbar sein. Zuckersirup. Und Erythrosin. Erythrosin oder auch E127 verleiht der Kirsche ihre künstliche Farbe. Es ist hitzebeständig und färbt nicht auf andere Dosenfrüchte ab. Erythrosin ist jedoch mit Vorsicht zu genießen. Das Erythrosin ist ein wirklich kritischer Zusatzstoff. Denn es hat einen großen Nachteil, es kann Jod freisetzen. Und das ist ein großes Problem für Menschen, die an Schilddrüsenerkrankungen leiden. Außerdem steht es im Verdacht, die Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern zu beeinträchtigen. Und es wirkt in Einzelfällen allergieauslösend. Deshalb ist Erythrosin nur zum Färben von Kirschen zugelassen. Und das in begrenzten Mengen. Zu viele der behandelten Kirschen sollte man nicht zu sich nehmen. Denn bereits kleine Mengen können die maximal empfohlene Zufuhr an Erythrosin überschreiten. Der Verbraucherschutz sieht das kritisch. Es stellt sich die Frage, ob aus Sicht des vorsorgenden Verbraucherschutzes es nicht besser wäre, diesen Zusatzstoff generell zu verbieten. Denn er ist nur für eine winzige Produktgruppe zugelassen, weil man genau weiß, dass er nicht gut ist. Und ob man diese Produkte überhaupt braucht, ist die Frage. Während die Kirsche ihr künstliches Farbbad nimmt, kümmert sich Sebastian um das restliche Obst. Ah, das sieht doch schon ganz gut aus. Jetzt noch lecker frische Ananas. Ein paar Weintrauben noch dazu. Und jetzt zum Garnieren unsere selbstgemachte Cocktailkirsche. Zitronensäure verhindert, dass die Früchte oxidieren. Dann füllt Sebastian alles mit Zuckerwasser auf. Verschließen, pasteurisieren und ab damit ins Regal. Durch das Erhitzen werden die meisten Mikroorganismen abgetötet. Kein Wunder also ist das Obst mehrere Jahre haltbar. Ätzende Chemikalien, bedenkliche Zusatzstoffe und jede Menge Zucker. Das hat Auswirkungen. Während 100 Gramm eines frischen Obstsalats etwa 9 Gramm Zucker enthalten, steigt der Zuckergehalt im Fruchtcocktail um knapp 50%. Wie viel hat das noch mit Obst zu tun? Dadurch, dass diese Produkte erhitzt sind und auch Zucker enthalten ist, sind sie mit echtem Obst fast gar nicht mehr vergleichbar. Viele Vitamine sind dadurch natürlich viel, viel weniger enthalten. Und von daher, echtes Obst schlägt das um Längen. Der Fruchtcocktail. Praktisch und ganzjährlich verfügbar, aber eher eine Süßigkeit als gesundes Obst. Was ist dein Lieblingsobst aus der Dose? Sag es uns in den Kommentaren. Und wenn ihr noch mehr über euer Essen wissen wollt, dann abonniert die ZDF Besseresser und schaut in die nächsten zwei Clips.